Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Player nicht machen. Willkommen bei Chris and Angel 3000 und mit einem neuen Video. Mit einem kleinen Geschenk für meinen geschätzten Mabsa 23. Es ist lange her, dass wir uns kennen. Und ich habe mir jetzt was gekauft, was ihn wahrscheinlich auch sehr interessieren wird. Und ich habe gesagt, okay, hey, komm, du darfst es dir runterladen. Wenn du dieses Video siehst, darfst du es dir gerne runterladen. Wie gesagt, das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich, da du ja gerne so Rayman-Spiele spielst, so Sidecrawler von links nach rechts, dann denke ich mal, das wäre für dich dann auch was. Klar, im Hintergrund habe ich es auch gleich für mich gekauft, aber ich möchte dir das gerne schenken, also dann, wie gesagt, sag mir Bescheid und dann darfst du es gerne haben. Es geht um das Spiel Shantae Half Genny Hero. Und wir werden erstmal mal kurz reingehen in das Spiel. Also der Trailer hat mich sehr angemacht, die Musik hat mich total angemacht. Und deswegen habe ich auch gedacht, hey, das könnte was für Mabsa auch genauso sein. Ist kein Rayman. aber auch ein tolles Spiel, was man Dings spielen kann. Es gab früher schon welche Spiele und ja. Also wie gesagt, ob das ein Remake ist oder eine Neuauflage, kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber es ist da. So, starten wir. X. So, wir haben neues Spiel, Kopie, Einstellung, gehen wir mal erstmal auf Einstellung. Schauen wir mal, checken wir mal die Lage. Helligkeit, Lautstärke, machen wir hier ein bisschen tiefer. So, mitwirkend, okay, übernehmen. Und wir fangen mit einem neuen Spiel an, meine Damen und Herren. So, ach ja, mein Name ist Chris and Angel 3000 und ja. Ja, es gibt ja auch verschiedene Charaktere, insgesamt 3 Charaktere. Und die müssen wir auch in der Zeit dann auch auswählen und ja, freischalten. Ta-ta-ta-ta. Ich denke mal, einmal 30 Minuten sollten lang und das werden wir dann sehen. So. Gut, wir sind hier am Anfang. Wir wachen auf. Ist da jemand? Hä? Hallo? Alles klar, okay, juhu, okay, wie geht man hier raus? Ah, okay, nein, es ist keiner da, ja, schön, ich laufe mit einem Schlafanzug durch die Welt. Optikmäßig ist es schon mal richtig klasse, das gefällt mir jetzt schon mal, also sieht schon mal richtig gut aus. Ich hoffe, dass das Mabsa 23 dann auch gefällt. Schauen wir mal. So. Dann laufen wir uns mal ein Stück hier durch die schöne Nacht-Session und schauen, was uns jetzt erwartet. Da kommt ein Schloss. So, wir gehen hier rein. So, okay, er schläft. Oh, Onkel, du bist mal wieder in deiner Werkstatt eingeschlafen. Huch! Diese Falltür habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich frage mich, wo sie hinführt. Wir gehen rein. Hui! So. Wir gehen auf die andere Seite. Gibt es nichts zum Einsammeln? Okay. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Okay. An den Docks. So sieht das aus. Am Strand. Da kommt ein Gegner. Oh, okay. Was ist mit dem passiert? Harakiri oder was? Okay. Nee, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Wir rennen durch. Explodieren die? Okay, was für komische Geräusche. Aber ganz okay, alles klar. Wir verstehen uns. Was ist das für ein Ort? Weiß Onkel überhaupt, dass da unten ist? Dass das da unten ist? Okay. Ich habe keine Ahnung. So. Das war schon wieder diese Stimme. Da war schon wieder diese Stimme. Ich höre nichts. Willkommen, Tochter der Dynis. Okay. Wer hat das gesagt? Wer auch immer du bist, zeig dich. Und wer bist du? Eine Vollbussige? Nein? Ich habe keine Angst. Okay. Ich werde dir nichts tun. Okay. Ein Bote aus dem Dynadis-Reich. Okay. Ich habe dich hierher berufen, um dich vor einer großen Gefahr zu warnen. Alles klar. Sehr bald wird ein Vertreter der Dunkelheit das Herz unserer Welt angreifen. Er will unsere Magie verderben und sie für seine eigenen egoistischen Zwecke missbrauchen. Mit unserer Kraft zu seinem Vergnügen. Okay. Welches Vergnügen eigentlich, hä?
müssen wir mal drüber reden. Wie dieser Vertreter der Dunkelheit über unsere beiden Welten uneingeschränkt herrschen und niemand wird seinen Zorn entgehen. Okay. Oh nein, das klingt ja ernst. Hier stoppen wir ihn. Als eine Tochter der Dünis hast nur du die Kraft, ihn zu besiegen. Okay. Ich? Aber wie? Ich werde dir helfen, wo ich kann. Ich höre dich. Hör dich nach meiner Stimme um folge deinem Herzen, wie du es immer schon getan hast. Nur dann können unsere beiden Welten gerettet werden. Alles klar. Warte, geh nicht. Was ist mit meiner Mutter? Ist sie bei dir? Okay. Ich kann dich nicht, kann dich kaum hören. Sie ist auch in Gefahr. Bitte sag es mir. Bitte, ich muss es wissen. Lass mich nicht. Warum auch immer. Wieso jetzt die Mutter? Okay, was passiert hier? Was passiert? Oh mein Gott, Tony Parker. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh, da ist Tony Parker. Oh. Möchtest du speichern? Na, logisch. Speichern. Ich check mal kurz mein Handy. Okay, Mann, oh Mann. Das war vielleicht ein krasser Traum. Aber jetzt keine Comics mehr im Bett. Okay. Und diese ganze einer Cocky Eyes hat wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Okay. Tja. Wo ich jetzt wach bin, ist es Zeit, Onkel zu treffen. Es ist wahrscheinlich in seiner Werkstatt und steckt bis zu den Knien seiner Erfindungen. Miau. Where to go? Breakdance. Hier, Weihnachtsparty. Oh yeah. So. Besuch den Intel-Laden, wenn du gerne deine Fähigkeiten anpasst. Okay. Was hast du? Hey Mädel, drück 3, um die Hüften zu schwingen. Okay. Juhu. Geht ab. Party. 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 Okay. Was bist du? Sieht so aus, als wäre Kunstgalerie im Moment geschlossen. Für die Typen gibt es heute wohl kein entspannendes Bildmaterial. Okay. Du bist eine Medusa. Mama sagt immer, dass ich weggehen soll, wenn du vorbeikommst. Logisch. Okay. Yeah, ich habe Kristalle. Oh, der sieht sehr verdächtig aus. Der sieht sehr verdächtig aus. Der alte Mann, der deinen Fortschritt speichert. Der alte Mann, der deinen Fortschritt speichert. Das stimmt. Der steht immer am Stadttor. Okay. Warum auch immer. Oh. Du kannst mit Touchpad drücken, um deinen Subscreen aufzurufen. Füll deine Taschen mit Schätzen und gutem Essen. Okay, schauen wir mal. Inventar, Tänze, okay, Reliquien, nix, tote Hose. Okay, weiter geht's. Ich bin einer der Wache. Jo, tanze uns. Oh Gott, die bleibt alle stehen, langweilig. Herzchen, okay. Das ist das Ende vom Spiel. Also bis jetzt macht es einen schönen Eindruck. Gib mir. Was? Möchtest du speichern? Ja. Speichere. Wie schon gespeichert. Schön. So. Wie komme ich jetzt? Werkstatt. Nach oben. So. Hallo, Onkel. Hallo. Das sind Tanzen. Okay. So. Guten Morgen, Onkel. Hui. Okay. Ich hatte jetzt einen. Was? Ich hatte letzte Nacht einen absoluten verrückten Traum. Und du kannst mir gerne davon erzählen. Aber zuerst, hilf bitte deinen alten Onkel Mimik, ja? Nein. Klar, hast du etwas mit deiner neuesten Erfindung zu tun? Du wirst schon sehen. Eine mechanische Teil befindet sich gerade im Rückstand. Eigentlich sollte es heute geliefert werden. Ich habe deinen Freund Bolo zum Itemladen geschickt, um es abzuholen. Aber er ist noch nicht zurückgekommen. Das war für über einer Stunde. Der Junge hat seinen Kopf immer in den Wolken. Würdest du bitte diese Ersatzteil für mich aufheben? Alles klar. Wird gemacht, Onkel. Da. Ups, okay. Also, ab zum Itemladen. Item. So.
das wollte ich jetzt nicht, aber... diese kühle Meeresbrise fühlt sich toll an. Auf jeden Fall, deine Brüste auch so. Aber ich glaube, es wird heute wieder ein heißer Tag. Okay. Guten Morgen, Sky. Hast du Bruno gesehen? Sieh mal in dem Badehaus nach. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist er in diese Richtung gelaufen. Okay. Ab ins Badehaus. Ey, was geht ab? Polo. Marco. Was machst du im Badehaus? Onkel wartet darauf, dass du ihm sein Paket bringst. Du bist im falschen Laden, du Hohlkopf. Diese Frau. Sie ist wie ein Badezimmerengel. Oh, gute Güte. Nicht schon das wieder. Reiß sie zusammen. Ich kann nicht wegsehen. Egal, ich werde mit ihr reden. Okay. Guten Morgen und willkommen im Badehaus. Ein Ort, an dem du deinen Körper und deinen Geist zur Entspannung, Klängen und Duften, schweißvertreibender, Hardcore, Vollgas, Entspannung regeln kannst. Normalerweise würde ich dir Rat zu deiner Aufgabe anbieten. Aber momentan versuche ich herauszufinden, wo diese Quittung hergekommen ist. Derjenige, der diese Statue eines sabbernden Blödmanns da drüben geliefert hat, muss sie fallen gelassen haben. Wie auch immer, falls du zu dem Laden nebenan gehst, nimm die diese Quittung mit. Du hast einen Kartenzettel! Okay. Und denk da immer daran, falls du dich jemals verlaufen solltest, komm mich für einen kostenlosen Hinweis besuchen. Okay. Was für Körpermaße hast du? Okay. Okay. Du Hohlkopf. Oh, Bodo. Muss über die Lieferung abholen. Okay. Dann gehen wir die Lieferung abholen. Ah, die... Achso, schon wieder das Gleiche. Okay. Also dann nochmal eins weiterlaufen. So. Ey. Willkommen in Itemladen. Wir machen ein paar Minuten auf. Schön. Oh. Du holst etwas für deinen Onkel ab. Eine Quittung für mich? Ja. Okay, abgegeben. Geht klar. Sehen wir mal nach hier nach. Jupp. Hier ist eine Bestellung. Es hing an der Kiste mit dem Festplatten. Ein Magnet. Okay. Alles klar. Und tschüss. Ein Magnetfeld. So. Dann gehen wir zum Onkel. 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 Hast du etwas für mich? Klar. Du hast den Magnet abgegeben. Oho, es ist hier. Ein Magnet ist endlich da. Okay, bin Gandalf. So. Es ist also Zeit, dir meine neueste Erfindung vorzustellen. Gute Güte, was ist das, Onkel? Etwas, was bei dir bei der Verteidigung der Stadt helfen wird. Ich nenne es den Dynamo. Okay. Dynamo? Was? Dynamo. Es ist eine Vorrichtung aus der alten Welt, die dich wieder zusammensetzen möchte. Okay. Die ich wieder zusammensetzen möchte. Der Magnet, den du mir gebracht hast, gehört genau da rein. Steig ihn dahin. So. Hier, genau so. Siehst du? Genau. Sobald es fertig ist, wird diese Maschine genug Elektrizität erzeugen, um Scuttle Town Tag und Nacht zu erhellen. Oh. Scuttle Town wird absolut sicher sein. Und du könntest dich zum Abwechslung mal ausruhen. Das ist großartig, Onkel. Wann ist sie fertig? 2020. Nun, es fehlt immer noch ein paar Teile, aber ich habe es fast schon geschafft. Als nächstes muss ich, sehen wir mal hier nach... Wo sind denn meine Pläne für die Dynamo? Letzte Nacht hatte ich sie noch, aber jetzt sind sie weg. Okay. Hast du schon im Keller nachgesehen? Keller? Meine Werkstatt hat keinen Keller. Aber da ist eine Falltür genau in der... da rennt einer weg. Mit dem Bauplänen. Ah, ein Tinkerbad. Was? Tinkerbad? Okay. Diese dreckige Pirate ist mit meinen Plänen davon gelaufen. Hinterher, keine Sorge, ich werde... Boom. Okay. Was war das? Kanonenfeuer? Die Explosion kam von der Hauptstraße.
Ich muss los. Sagschein wird angegriffen. Du wirst einen Flug brauchen. Geh schnell zum Sky's Pool 3, okay? Alles klar. Oh mein Gott. So. Hey du. Sky. Ich habe gehört, die Hauptstraße wird angegriffen. Ich würde dir einen Flug anbieten, aber keiner meiner Vögel ist groß genug. Also was? French, ich brauche dich. Bist du bereit, Santi unsere neuesten Trick zu zeigen? Mega French Metamorphose. Piu, okay. Wie hat er... Das erklär ich dir später. Ja. Du hast die Pfeife, du Pfeife. Ja. Eine Vogelpfeife? Spring schon auf. Okay. Let's go. Juhu. So. Entspann dich, French. Kann diese Größe mehrere Sekunden lang aufrechthalten. Okay. Sekunden? Wähle einfach einen Ort aus, wo wir dich hinbringen. Ja, wir bringen dich dorthin, ja. Hauptstraße. Seven Square. Okay, wir haben nur zwei momentan. Also gehen wir dann da. Das ist ganz einfach. Wir können später hier hinterher zurückkehren. Okay. Okay. Hauptstraße. Ja. Oh, tot. Game over. Möchtest du speichern? Na, logisch. Speichern abgeschlossen. Hier musst du absteigen, okay. Ich hab sie zu deinem Subscreen hinzugefügt. Falls du jemand ein Taxi brauchst, geh zu deinem Subscreen und pusse die Pfeife. Alles klar, alles klar. Pfeife da, okay. Okay. Dort findest du alle Items, die du sammelst, okay. Ruf einfach deinen Subscreen auf, wenn du einen Flug brauchst. Wenn wir die Pfeife, alles klar, alles klar. Na Logo, dann schauen wir mal, wie ich diese Piraten von deiner Piraten einen Vorgeschmack meines seidigen Haarspießes verpasse. Okay, läuft. Geh nur, du kannst dich auf mich verlassen. Okay, auf mich kannst du dich auch verlassen. Lass mich nicht allein, verlass mich nicht. Im Ernst, ich lasse dich wirklich nicht runter. Los. Okay. Das ist ja ein Problem. Okay. Level 1. Ready. Go. Zwei Herzen. Okay. Aber da kommt eine Bombe. Killer. Aua. Da kommen ja noch mehr raus. Okay, ich muss doppelt springen, oder was? Ja, ich bin so. Okay. Ich muss erstmal wissen. Bam. Oh, schöne Musik. Aua. Okay. Klar. Leg mal hin. Lop, 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 lop. Ah, da kommst du wieder weg raus. Verdammt. Zwei Herzen. Schön, also. Als Problem habe ich keine. Schön. Schieben. Easy. Ah, Feuer. Du Arsch. Du Arsch. Lass mich in Ruhe. Okay, kommt da nicht hoch. Nur von hinten da, wa? Bam. Weg mit dir, du. Ups. So, Herzchen aufnehmen. Ey, warum kann... Aua. Bam. So, da hinten komme ich wieder nicht hin, also... Feuer bewegt sich, alles klar, okay. Bam. 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 Ich brauche Energie, meine Herren. Okay, die Platten sind wieder da. Ich dachte, wir gehen ganz kurz. So. Weiter geht's.
Scheiß auf Feuer. Weg mit dir. Ups. Bäm, habt ihr das gesehen? Aua. Ja. Es ist die Frage, kann ich schwimmen oder kann ich nicht schwimmen? Für irgendwo eine Kiste? Nee. Ich kann schwimmen, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, in vielen Spielen kann man gar nicht schwimmen. Man muss ja immer ein bisschen testen. Damn. Geht ab hier das Spiel. Oh. Ja, komm runter. Okay. Tanzanlage absolut. Weg mit dir. Oh, Herzen. Dringend Herzen. Ruhig. Ah. Wollte gerade wegspringen. Bam. Tja, drei Wettertaft. Das jetzt hält bei jedem Wetter. Und noch mein Herz. Schön. Bam. Sollen wir die Kiste wieder schieben? Logisch. Ui. Oh, hatte schon mal so ein bisschen. Ein Glück, dass ich nicht treffen kann, oder? Bam. Weg mit dir, Junge. Du störst. Schon mal gemerkt? So. Möchtest du speichern? Ja. Level eigentlich erfolgreich abgeschlossen. Oh, es wird dunkel. Bäh. So. Okay. Da links und da. So. Na ja, logisch. Au. Oh, du Sau. Schämst dich nicht? Okay, da geht's nicht. Hä? Wer ist das? Hallo, ich will dich gerne kennenlernen. Geht halt nicht. Vielleicht später mal. So. Oh, du hast dich versteckt, die Sau. Habt ihr das gesehen? So eine freche Sau. Weg mit dir. Da komme ich auch nicht hoch. Nee. Also man kann auch nicht überall hin. Chill mal dein Leben, Junge. Und du genauso. Fisch? Okay. Hey, ich hab den gekickt. Oh, Mensch. Kann ich da oben? Nee, geht nur seitlich. Okay. Was willst du schon wieder? Ups. Okay, ich hab nur kurz Zeitraum. Ah, okay. Ich muss mich beeilen. Alles klar. Nein! Oh, verdammt. Shit. Okay, jetzt haben wir Zeit. Jetzt. Oh, ey, da muss ja echt Timing, ey. Ah. Ich könnte auch links laufen. Jetzt können wir mal gucken, was links ist. Mal einen Blick. Komm schon. Okay, alles klar. Ich gehe mal links hoch. Okay, los. Hallo. Easy. Weg mit dir. Ich hab nichts zu sagen. Wieder volle Herzen. Gib mit dir. Na okay, volle Herzen. Wie gesagt, wie getan. Boah, du Sau. Ich kann das kaputt machen? Warum? Macht also keinen Sinn. Nein, egal. So. Auch wieder volle Herzen. Nächster. Bam. Stirb. Geh mal hier runter. Ah, okay. Alles klar. Nix. Tote Hose. Nächstes Level. So. Speichern. Nein. Aha. Fuck. Shit. Okay. Alle Piraten sind in Tiger Bats.
Das bedeutet, dass nur einer hinter dieser Angriff stecken kann. Okay. Oh, wer bist du denn? Risky Bots. Ich dachte auch. Tutut, nenn mich die Königin der sieben Weltmeere, wenn ich bitten darf. Okay. Du bist ganz die Alte, wie ich sehe. Freust du dich etwa nicht, mich zu sehen? Wie auch immer. Ich habe, wofür ich gekommen bin. Suchst du das hier? Die Baupläne. Onkels Baupläne. Gib das zurück. Und ganz egal, was diese Baupläne steckt und was hat das. Und ganz egal, was in diesen Baupläne steckt, ich will sie haben. Wie sonst könnte ich meinen Platz als rechtmäßiger Herrscher über das Land und Meere einnehmen? Nun tritt zurück und spüre die Macht meiner Part Omni Organization Partell Titanischen Ozean Optinalen Tricksloop. Rob Todd? Nenn es nicht so. Männer. Sicher und Naden. Zeigen wir dieser Göre, was wir drauf haben. Tinkerslug. Nur nenn es nicht Popstart. Okay. Autsch. Aua. Ah. Ich muss erstmal kapieren. Oh Gott. Boom. Okay. Kapiert. Also, ich muss sie da unten schlagen. Ah, okay. Alles klar. Aufpassen hier. Komm, ich mach dich fertig. Verstecken. Ah. Ey, bleib doch mal. Oh. Damn. Eine Runde tanzen. Warum auch immer. Aua. Komm schon. Da lebt ja immer noch die Sau. Ah. Das war knapp. Das war knapp. Wir haben ihn geschafft! Yeah, beim ersten Mal! Boah! Bin knapp vom Tod! Puh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist doch schon mal schön. So, gib mir die Pläne, Risky Bots. Ups. So. Du hast also geschafft, die Oberhand zu gewinnen. Ja, logisch. Aber du hast verzögert lediglich meine Unabwinglichkeiten Sieg. Was? Okay. Du hast blaue Pläne für den Dynamo! Bis zum nächsten Mal, Winzling. Beweg dich, du Lümmel. Und wusch. Und komm nicht wieder. Hey, wie gefällt dir das? Aber es ging aber zur Abwechslung mal sehr schnell. Ich sollte diese Baupläne besser zum Onkel zurückbringen. Teleportation steigen. Wird clear. Nenne es nicht so. Trophäe. Da. Piu. Und wo kommen wir jetzt hin? Dancing. Oh, Tochter der Dynas, willkommen in deinem Dynasrier. Nimm diese Verwandlung und trete ins Licht. Okay.
Du hast den Affentanz. Benutze die Fähigkeit, um unpassierbare Wände zu erklimmen. Drücke Dreiecke, um zu tanzen. Okay. Ah, jetzt. Oh, ich bin ein Affi. Affe. Ist das süß? Und bam. Weg sind wir. So. Wir haben den Affentanz. So. Ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Wie gesagt, für dich ein Mapstar. Lad es hier runter. Es wird dir bestimmt auch gefallen und es wird auch was anderes sein. Wie nur Rayman. Vielleicht können wir auch mal einen Speedrun machen, wer weiß. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Okay, das war's dann von dem Spiel hier. Mein Name ist Christian Angel 3000. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!